Eventuell, okay. Neue Decks? In der Tat neue Decks. Neuer als sie gar nicht sein könnten. Mit Droids, wie gesagt, habe ich es eigentlich gar nicht so am Hut. Auf geht's mit dem Tag-Team Verkehrsunfall in unser erstes gemeinsames Duell. Was haben wir da? Ein U-Boot. Erstmal Notvorräte. Schwerer Sturm. Jinzo hat mal wieder keine Monster, das kennen wir ja von Jinzo. Dann schauen wir mal, wie gut das hier funktioniert. Gar nicht. Also der funktioniert offenbar schon mal nicht so, wie ich das dachte, weil da steht: Beschwöre diese Karte durch Tribut ein Roid-Monsters. Also bin ich davon ausgegangen, das Ding kann man mit dem durch Tributierung eines Roid-Monsters beschwören. Und entferne alle Zauberkarten und Fallenkarten vom Spielfeld aus dem Spiel. So. Ich glaube, das wurde falsch übersetzt. Ich bin mir ziemlich sicher, das wurde falsch übersetzt. Da. Ich habe hier einen Stealth-Roid. Und dann attackieren wir mit dem Submarine Roid. Dann gehst du in die Verteidigung. Und der Stealth Roid killt die Karte. Die da ein ansteckender Ausrottungsvirus war. Ja, und er ist halt auch eine Tribut, keine Spezialbeschwörung. Das heißt, ja, da hängt er auf meiner Hand so rum. Und ich kann ihn nicht beschwören. Cool, dann ist die ganze schöne Strategie, die ich gedacht habe, dass sie eigentlich sogar ziemlich cool wäre, im Arsch. Weil man braucht tatsächlich zwei Roid-Monster draußen, um das Ding Tribut beschwören zu können. Nicht widersteht eins. Voll cool und so. Spiegelkraft zerstört, nice. Hätte das Spiel gerade auch aktivieren können. Naja. KI-Dinge halt. Boshafte Puppe des Untergangs. Jo, okay. Schätze ich, spalten wir den dann mal weg. Boah. Spalten wir den dann mal weg und lassen den anderen aufschlagen. Und jetzt könnten wir den einfach ganz normal beschwören und. Ja, ne? Kettenmaterial. Jedes Mal, wenn du in diesem Spielzug ein Monster als Fusionsbeschwörung beschwörst, kannst du von deiner Spielfeldseite, deinem Deck, deiner Hand oder deinem Friedhof Fusionsmaterialmonster aus dem Spiel entfernen, die aus der Fusionsmaterialkarte aufgeführt sind und die sie als Fusionsmaterialmonster benutzen. Okay. Und nutzen einfach Guroid hier für noch mehr Attacken. Ist das hier Zwang? Zerstöre eine Zauberfallenkarte am Ende der Battlefest. Das ist Zwang. Das ist ja doof. Warum ist denn das Zwang? Warum steht denn da nicht kannst du, sondern... naja. Submarine Roid attackiert. Jo. Ich schätze, ich nehme den Schaden über Kettenmaterial. The Chumley ist chumming. The Chumley chummed the boshafte Puppe des Untergangs. Krasse Truckroid Power hier. Well, das war das Känguru. Wiedergeburt von Deskoala, beste Wiedergeburt, die ich je gesehen habe, okay. Riesentrunade, aha. Schwert für die boshafte Puppe. Gegner tun Dinge. Ja, dann holen wir uns doch mal Armroid Gigengo raus. Goodbye. Wenn die LP deines Gegners wurde noch nur reduziert.
Willkommen zurück, Pile Braune. Ja, hey, du bist ziemlich gut. Yeah, gewonnen! Lass uns mal wieder zusammen duellieren. Ich glaube, wir schmeißen dann doch lieber einen von den Armroids Gigengo wieder aus dem Deck raus, weil so wie das da steht, bin ich halt davon ausgegangen, dass wir die für ein Tribut rauskriegen, solange es Roid-Monster sind. Das ist nicht der Fall. Das macht das Ding plötzlich viel, viel unattraktiver für uns. Was tun wir dafür da rein? Ein dritter Drillroid wäre natürlich nicht sinnlos. Müsste ich aber wahrscheinlich erst kaufen gehen, ne? Ich glaube, wir haben keine Drillroids mehr. A, B, C, D. D, L. Drillago? Nope, wir haben keine Drillroids mehr. Drillago! Na komm, Sadie, verkauf uns mal hier einen Drillroid. Ich hätte gern einen fürs Team. Wir haben 100% der Maschinistenkraft. Müssen wir jetzt stolz auf uns sein oder so? Gehen wir mal hier einen Drillroid raus, bitte. Ja, voll toll. Kupplungszone, Submarine Roids, Gyroids, Drill Roids, da ist er, perfekt. Das hat mal ausnahmsweise funktioniert. Was ist denn das Viech, das ich gerade spaßenshalber reingeschmissen habe? Nein, nein, nein. Habe da Drillago. Und dann holen wir. Sonst können wir nicht einfach spaßenshalber. Das funktioniert, glaube ich, so nicht, oder? Ne, es funktioniert so nicht. Ja, ja. Typ, Maschine. Ach, das war sortieren, das war nicht filtern. Moment, filtern. Typ, Maschine. Da sind sie. Her mit den Drillroids. Jawohl. Dann filtern wir nochmal ganz kurz nach Fusionsmonsterkartenrand. Einfach nur, damit ich nochmal bestätigen kann, dass wir wirklich nicht mehr von den Dingern haben. Nein, haben wir nicht. Okay. So. Rezept speichern. Ja, bitte. Roidorola. Schauen wir mal, ob wir damit was leisten können. Morgen oder Freitag soll es hageln und ich wollte da zu meiner Schwester fahren. Hoffen wir mal, dass es zumindest ein bisschen abkühlt, oder? Wenn es jetzt nicht gerade Tischtennisbälle hageln soll, dann kann man da ja hoffentlich irgendwie durchfahren. Kennen wir nicht. Da haben wir jemanden. Der Terrence. Mit Philipp, wieder im Tag Team, ist zurück. Fühlen wir unser neues Deck doch mal ein bisschen weiter aus. Gegen Terrence und Bonji. Terrence geht Bonji jumpen. Dimensionsfusion tatsächlich drin, spannend. Der Truckroid, der blockt das tatsächlich. Das ist ja ziemlich aua. Machen wir jetzt mal eine Superladung. Das ist ja doof. Na egal. Let's go mit dem Allen hier. Dann schrumpfen wir den einmal runter. Goodbye, genverzerrter Kriegswolf. Truckroid-Angriff. Auf die Gefahr hin, dass wir Truckroid gleich verlieren. Irr, das ist nicht so gut. Das sollten wir ganz schnell unterbinden.
Sehr gut, verdeckte Verteidigung. Haben wir scheinbar alle Pläne unseres Gegners gecancelt. Drillroid attackiert. Vernichtet. Truckroid attackiert. Steamroid attackiert. Großer Angus in die Superladung. Immerhin unser KI-Kollege hat Wiedergeburt. Aber da nicht ein MST liegen, warum ist er nicht getriggert worden? Komm, MST. Mach das dann mal weg. Geht auch so nicht. Das war Wahrzeichen des Erwachens. War wichtig. Freudiges Begräbnis. Haben wir uns unseren coolen Truck zurück. Und dann haben wir hier noch so einen Gyroid. Für die volle Breitseite. Let's go, Steamroid. Mach einen Platz. Direkter Angriff mit Trucky. Direkter Angriff mit Drillroid und Dishwas. Du gewinnst die LP deines Gegners, wurde noch nur reduziert. Jo. Roids hauen rein. Oder so. Da fällt mir was ein. Wir können unser Deck heraus. Unsere Challenge mal endlich wieder ändern, ne? Wir hatten einfach lange nichts, was ich einstellen konnte. Und ich hatte diese Fallen-Challenge eingestellt und hoffen, dass wir es irgendwann zufällig schaffen. Aber die werden wir niemals zufällig schaffen. Stattdessen bin ich mir aber ziemlich sicher, haben wir jetzt ein Mono-Maschinen-Deck. Und das ist bestimmt irgendwo eine Challenge. Yatagarasu, VWXYZ, Raviel, Heilige Bestien, Jammer Delta Hurricane, perfekte ultimative Riesenwarte, Torwächter, Valkyrion, dunkler Skorpion, Totenkopfdiener, kein Effektmonster. Licht, Finsternis, Wasser, Feuer, Erde, Wind, Drache, Zombie, Unterwäldler, Pyro, Seeschlange, Felsmaschine. Da ist die Challenge doch. Da ist natürlich die Frage, gilt das mit den Synchromonstern? Ich schätze, wir werden es noch im ersten Teil herausfinden, ne? Wir haben hier Synchromonster, die nicht Maschine sind. Ich meine, die haben auch keinen Sinn hier drin, außer wir kriegen mal aus Versehen von einem Gegner einen Empfänger. Da haben wir eigentlich keinen Grund, die nicht drin zu haben, außer wir kriegen jetzt den Challenge-Bonus, ne? Ich glaube, ich werde es gleich feststellen. Na komm. Wisteria, duelliere dich mal mit uns. Nee, gilt nicht? Was heißt das, nee, gilt nicht? Gilt nicht, weil wir sie drin haben, oder nee, das Synchro-Deck gilt nicht? Nicht-Maschinen-Synchros müssen raus. Okay. Naja, machen wir nach dem Duell. Schätze, wir werden es gleich so oder so praktisch feststellen. Aber bis dahin haben wir erstmal einen erfolgreichen Verkehrsunfall. Ob wir gewinnen oder verlieren. Ein Submarine Roid wagt halt sich voranstürmen. Ach. Gear Quasar. Die originalen ATK und Def dieser Karte erhalten die Stufe dieser Karte mal 300 Punkte. Okay. Das Resultat der Zerstörung eines Monsters während des Kampfes mit dieser... Okay. Jesus. Das Ding jetzt 3300. Das ist ja ein Traum. Hab ich noch nie gehört. Gear Quasar. Wie wär's dann mit ein paar verräterischen Schwertern? Dann könnte ich eine Superladung gebrauchen, dann setzen wir uns erstmal einen Truckroid und haben hier einen Staubtornado. Das ist nicht gut. Verwandte des Lichts. Großartig. Ja, ich könnte gleich sehr schnell enden dieses Duell. Fast so ist, als wäre Reasoning eine extrem unfaire Karte. Eine Spiegelkraft, die können wir sehr gut gebrauchen. Gold Drillroid. Zahlungnahme. Opfer für Weißhorn, die. Ja, okay. Spiegelkraft, goodbye.
Wiedergeburt, Weißhorn, die ein Traum. Hätte ja nicht einfach tot bleiben können, wa? Du hast aber 2300 ohne Waka sich voranstürmen. Dann steamen wir da doch mal rein. Tschu-tschu! Wir sterben, dankeschön. Rerolls, direkter Angriff. Soweit ein Traum. Verbanner des Strahlens. Ich hätte einen waghalsig voranstürmen im Angebot. Und ich hätte hier auch eine Superladung. Get wrecked. Noch ein Zug, das ist sehr gut. Tschu-tschu, 1800, 1800 und 1600. Fast vorbei, haben noch 700 Lebenspunkte, da reicht jeder Submarine Roid, um zu gewinnen. Cool, schwerer Sturm, sicher ist sicher. Wir hätten hier noch eine Ankopplungszone. Wenn wir mal spaßenshalber diesen Gyroid dazu. Ihr greift mal das Ding da an. Das ist Sengen. Goodbye, Sengen. Und dann hat sich das auch gegessen. Läuft. Du gewinnst, die LP, das geht also noch nur reduziert. Nicht gelöst. Ja, wir müssen tatsächlich die blöden Synchros rausschmeißen. Yeah, gewonnen. Lass uns mal wieder zusammen duellieren. Sollen wir Geschäfte machen? Ich will mit dir keine Geschäfte machen, geh weg. Wer bist du überhaupt? Lass mal Deck bearbeiten hier. Dann ist zwar schade drum, aber um die Challenge zu machen und da die Dinger sowieso nicht super nützlich in diesem Deck sind, außer wir kriegen zufällig durch einen Kreaturentausch oder so halt einen Empfänger oder durch Wiedergeburt oder so, was ja passieren kann, müssen wir halt so spielen. Ach komm, wir fordern die beiden nochmal raus. Die haben sich eben so überhaupt nicht gewehrt. Da kann man sie mal platt machen. Und okay. Der weiß schon, was kommt. Der Chumley. Gegen Chumley Huffington und Jinzo 2. Let's do this. Teamroid in Angriffsmodus in der ersten Runde, ist aber gefährlich. Herrlich, okay. Notvorräte, das war unsere Spiegelkraft. Und das wird unser Steamroid gewesen sein. Kein guter Opener, Cyrus. Was haben wir dann auf unserer Seite? Oh, ähnliche Späße, oder? Ich hätte hier einen Steamroid und einen Limiter und dann attackieren wir mal 800 Schaden. Schätze, ich gebe die Gehirnkontrolle mal sicherheitshalber aufs Feld, auch wenn die KI die nie ordentlich benutzt. Volles Begräbnis, das ist nervig. Das Känguru. Und eine boshafte Puppe mit einem Schwert. Okay. Das ist sehr nervig. Die sperrt das. Was hat er da? Kettenmaterial. Mein Gott. Kängurus über Kängurus. Könnten Truck gut gebrauchen. Okay. Das war wichtig. Achso, der hat das Ding neu beschworen mit Verstümmelung des Viehs. Ja, nervig. Wir haben keinen Truck. Das ist nicht so gut. Nichts, was ich spezial beschwören könnte. Ich kann mit Kite-Roid gleich einfach die Angriffe verhindern, aber das hilft nur sehr bedingt viel.
Ja. Spaß mal mit Kite-Roids. Ja. Ektoplasm mehr. Das ist jetzt gerade gar nicht so schlecht für uns. Aber die Puppe könnte besser sein. Super Vehikroid Ankopplungszone. Let's do this. Super Vehikroid Stealth Union. Ach, so funktioniert das mit dem Kettenmaterial. Ich habe das nicht so richtig verstanden gehabt bis gerade eben, wie das mit der Ankopplungszone richtig funktioniert. Expressroid, wir dürfen da nicht angreifen. Ektoplasmär. Boshafte Puppe geht uns auf die Keks. Ich wünschte, irgendwer von denen wäre aufgedeckt, damit ich ordentlich angreifen kann, aber... Achso, haha, Schwerter. Ein Geistersensenmann. Okay, dann... Wait. I didn't think this through. Okay. Jetzt habe ich es durchgedacht. Dann schrumpfen wir den Geistersensenmann. Und dann beschwören wir uns Armroid Guy Dengo und ich werde feststellen, ob sein Effekt mit dieser 1 beinhaltet, dass eins der Tributmonster ein Roid sein muss oder beide ein Roid sein müssen. Es muss nur einer ein Roid sein. Okay, das ist eine wichtige Information. Dann greif mal an. Olle Bubbe kommt zurück. Aber kein Ektoplasm mehr. Er hat auch Kite-Roids. Und das war's. Wunderschön. Du gewinnst! Der LP-Dance-Gain ist wohl noch nur reduziert. Diesmal haben sie sich ein bisschen mehr Geld wert. Ja, gelöst. Mit einem Maschinendeck gewonnen. Gelöst. Kriegen wir Punkte für... Oh Mist, ich hab verloren. Mhm. Yeah, gewonnen! Lass uns mal wieder zusammen duellieren. Oder so. Ja, ne? Können wir mal spazieren mit Cyrus. Hey Alex, Zeit für den Unterricht. Als ob ich zum Unterricht gehe. Was? Also, ich glaube, du kriegst den Abschluss auch, wenn du nicht hingehst. Ja, geh ich auch von aus. Hätten wir das ja geklärt. Auf zum Slifer Rot Schlafsaal. Der Jaden und Sadina. Ja, komm. Ich schon hier so rumstehen, auf ins Tag-Duell gegen Jaden und Sadina. Komisches Team. Ich bin mir sicher, es wird garantiert kein Story-Duell gegen Jaden gehen, wenn wir Cyrus als Partner haben. Sadina so ähnlich. Garten der Serienwiederkehr. Heiliger Chronic. Steamroid, ab in die Saku. Zum Glück haben wir dann noch einen reißenden Tribut. Heiliger Notruf für The Stratos. The Stratos sucht. Bum. Another Nias. Mehr verdeckte Karten. Da wäre der schwere Sturm schon wieder angebracht. Aber der wird wohl nicht kommen. Haben wir hier den Zug. Zug ist schon mal nicht schlecht. Holen wir den Submarine Royal raus. Und dann beleben wir den Zug wieder.
Okay. Odd choice, aber mir recht. Steamroid, go go! In die nächste Sakuretsu-Rüstung, mein Gott. Alles ist eine Sakuretsu-Rüstung. Wiederbelebung von Elementarheld Nios. Okay, aber auf Seldinas Seite. Und Barrierestatue des Himmels. Goodbye, Nios und Barrierestatue des Himmels. Drillroid im Einsatz. Okay, Oberseele. Nervig. Rechtschaffendes Urteil. Doppelt nervig. Ach, den Limiter hätten wir gebrauchen können. Shit. Ja, auf den Limiter habe ich jetzt noch gebaut. Not good. Very not good. Ich versuche mal zumindest den Anavanios loszuwerden. Oh mein Gott, das waren drei Sakuretsu-Rüstungen hintereinander. Ja, das wird es dann gleich gewesen sein, wa? Nein. Nein. Ja, ist besser. Tja, das war keine Spiegelkraft, die er da getopdeckt hat. Ja, das wird's gewesen sein, ne? Und Prisma hinterher. Wiedergeburt! Ja, komm, wenn schon, dann richtig, ne? Uff. Hey, ja, 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 ne, die Standardstrategie. Wer braucht eine Deckstrategie, wenn man einfach alles Removal der Welt ins Deck tun kann und der Gegner einfach keine Monster hat? Drei Sakuretsu-Rüstung. Alter. Kennen wir schon? Sie kennen wir nicht, die Mascha. Dann duellieren wir uns doch hier eine Runde. Mein Gott, guckt die schrecklich. Ich habe Angst. Kann jemand das Bild da oben rechts wegmachen? Ein Horus rennt in den Truck. Bumm. Theoretisch, verführerisch. Praktisch, weiß ich aber nicht, ob ich das machen will. Wir versuchen's. Was soll schon passieren? Truckroids, Angriff. Schrumpfen. Grundartiker werden halbiert. Das heißt, ich kann Wacker sich voranstürmen, dagegen kontern. Hä? Warum? Hä? Wähle ein offenes Monster auf dem Spielfeld. Die Grundartiker dieses Monsters werden halbiert. Das heißt, ich habe ihm von 1000 auf 1700 gemacht und das Ding hat mich um 500 dezimiert. Was? Das ist ein Bug. Das ist straight ein Bug. Das war nicht, wie diese Mechanik funktioniert. Das war straight ein Bug im Spiel. Ein Traum.
Suddenly Horus der Schwarzflammendrache Level 6. Desmosquito. Dann renn mal in die Spiegelkraft, würde ich sagen, ne? Königlicher Erlass, geweckt mit königlicher Erlass. Ein Drillroid und ein Truckroid treffen sich auf der Straße. Verkehrsunfall. So, eine Optionssache ist nervig. Ich hätte gerne den schweren Sturm auf meiner Hand. Aber das hat es uns denn nicht hingelegt. Superladung ist gut. Ich stecke hier mal den Stealthroid. Go Drillroid. Ach, Schrumpfen. Kacke. Ich habe immer nicht den Stealthroid gespielt. Schätze ich hätte mir denken sollen, nachdem die eben schon mit einem anderen Schrumpfen ankamen, dass da wahrscheinlich drei Schrumpfen wieder im Deck sein werden oder so. Das hätte besser laufen können. Jinzo? Okay. Ich hätte so gerne diesen schweren Sturm, aber nein. Naja, zumindest können jetzt keine Zauberfallen aktiviert werden. Aber das hilft mir jetzt gerade auch überhaupt nicht. Na, hilft mir überhaupt nicht. Ich befürchte, das verlieren wir. Ist ja auch ein lustiges Viech, das Desmosquito. Kannte ich vorher auch so nicht. Ja, da werden wir wohl von Gammelinsekten überrollt. Ja, müssen wir ja wohl, ne? Dann sind wir gleich tot. Welche Crit-Ankopplungszone? Ja, geil. Ja. Komplett handgeblockt durch Vehicle-Ankopplungszonen. Deswegen spielen wir davon auch nur eine einzige. Das war's. Ja. Ich meine, das ist auch überhaupt nicht frustrierend oder so, dass wir verloren haben aufgrund eines Bugs im Spiel. Right? Right? Alter. Wir versuchen es nochmal. Das sieht man wirklich selten, so richtig offensichtliche Bugs. Scheint irgendwie anhaltende Verbindungsprobleme zu haben, wa? Das ist ärgerlich. Eben schon mal gedroppt. Sturm natürlich nicht auf unserer Hand. Spielen wir mal den Gyroid. Und eine Superladung und einen Staubtornado. Geht ihr mal gepflegt sterben da drüben? Ein Wald! Oh nein, nicht der Wald. Und ganz viele verdeckte Karten, oh nein. Ja, bis jetzt wurde da nichts getriggert, also zerstören wir mal die neue verdeckte. Mal gucken, was das ist. Es war eine DNA-Operation, okay. Wir sehen den schweren Sturm nichtsdestotrotz. Stealthroid macht gerade nicht super viel. Boah, Gookiepon wurde nicht durch Ergebnis eines Kampfes zerstört, sehr schön. Thank you.
Wir haben mal die Ehre, Zukunftsfusion zu aktivieren. Das passiert ja auch selten genug. Dann holen wir uns doch einfach mal hier Super Vehicle Stealth Union. Umständlich, mich die auswählen zu lassen. Und dann auch diese und jene Karte. Und dann schauen wir mal, ob da hinten nochmal Schrumpfen liegt. Da hinten liegt in der Tat nochmal Schrumpfen. Wie viele Schrumpfen haben die denn im Deck? Ein Face. Die mag auch nicht mehr. Vielfältigung von Ameisen. Ja, mal Schrumpfen. Ja, wirklich. Das wäre eine gute Gelegenheit für einen Express-Ride gewesen, Junge. Naja. Wiedergeburt unseres Drill-Rides auf die gegnerische Seite. Spannend. Dick. Fusion! Super Vehicle Stealth Union! Begrüßt das Feld. Ja, ich könnte den Truck spielen. Ich hoffe auf einen besseren Summon durch den Verwandlungskrug. Ist wahrscheinlich besser, ne? Schwubbelibidub. Wie zum Beispiel Drill Ride, das ist gut. Spielen wir einfach Drill Rides. Dann aktivieren wir noch den Effekt von Super Vehicle Stealth Union. Und ja, schnappen uns die Kriegerin, schätze ich. Kommt jetzt mal in Angriff über. Du hast die Ehre, unseren Drill Ride zu besiegen. Du schaust dir mal an, was da verdeckt liegt. Ein Sangan. Non-Verwandlungskrug. Okay. Du attackierst mal die hier. Die kann sogar durchschlagen. Mein Gott, ich sollte den nochmal lesen. Wenn diese Karte angreift, werden ihre Grundattacker bis zum Ende des Damage Steps halbiert. Während eines Kampfes zwischen dieser und der angreifenden Monster in Verteidigung, bla 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 bla, Durchschlag. Einmal pro Spielzug kannst du ein Monster wählen, das du kontrollierst, außer einem Monster vom Typ Maschine und diese Karte damit. Einmal pro Spielzug kannst du ein Monster wählen, das du kontrollierst. Das stimmt doch gar nicht. Außer einem Monster vom Typ Maschine und diese Karte damit ausrüsten. Gegnerisches Monster, meinen die. Solange diese Karte durch diesen Effekt ausgerüstet ist, kann sie jedes Monster einmal angreifen, das denke ich. Oh, ich hätte alle Gegner damit alleine angreifen dürfen. Weil. Ich hätte mir den Effekt vorher nochmal durchlesen sollen, das war mir gar nicht so bewusst. Unser Feld ist leicht voll. Das gegnerische Feld ist leicht leer. Machen wir das Ding dann mal kaputt. Jetzt weißt du's, ja. Für die Zukunft. Bumm, Super Vehicle at Stealth Union. Beendet das Duell, du gewinnst. Neuer Rekord, yay, wir kriegen extra Punkte durch unsere Challenge 075. Oh, hab ich verloren? Na denn, tschüss. Vergiss mich nicht. Ein Problem. Yeah, gewonnen. Wow, das hat uns mal eben schnell auf maximale Herzen mit Cyrus hochkatapultiert. Aber dann gehen wir ins Bett, wa? Tag beenden. Huch, du gehst jetzt schon ins Bett? Okay, ich gehe zu Zane. Bis dann. Der will dich doch eh nicht sehen. Warum gehst du überhaupt? Das ist doch dumm. Egal. Morgen, Alex. Ich wollte schon immer wie Jaden und Zane sein. Nur daran dachte ich. Aber seit neulich denke ich mehr über das Duellieren nach. Jaden zusehen hat mich nachdenklich gemacht. Duelle zu genießen macht einen wohl stärker. Und vielleicht hat Jaden sich verändert, weil er auch auf was gekommen ist. Nun dann, auf geht's. Oh, alles klar. Zeit für die erste Story mit dem kleinen Jungen hier. Ja, eigentlich hatte ich vor, noch länger zu spielen, aber wir scheinen wiederkehrende Verbindungsprobleme zu haben. Ich habe jetzt schon zwei, dreimal gesehen, dass die Verbindung gedroppt ist, der Chat abgebrochen ist, der Stream kurz abgebrochen ist. Und daher befürchte ich, machen wir mal Schluss für heute und sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Dann bis in ungefähr einer Woche. See ya!